Aufgepasst, es werden Darts im Internet für zum Teil völlig überteuerte Preise verkauft. Günstiger geht es zum Beispiel auf Amazon. Die Premium-Darts sind dort eigentlich immer sehr günstig und werden zum Teil auch noch günstiger. Die kosteten bei Amazon zusammen mit Versand 21,95. Da habe ich doch gleich zugegriffen. Pro Dreier-Dart, pro Dart-Set, also 5,50 € für Tungsten-Darts, 80%. Und ich kann sie mal vorstellen. Ich habe sie heute auch schon mal geworfen. Dies sind die 24 Gramm Darts. Sehr schön griffig. Man kann damit sehr genau gut zielen. Sie liegen gut in der Hand. Bei diesem Dart handelt es sich meiner Meinung nach um den identischen Dart, den ich damals gekauft habe. Das ist ein Red Dragon Dart, statt 23 Gramm eben hier in der 25 Gramm Ausführung. Und es ist meiner Meinung nach keine eigene Dart-Serie, wie hier in dieser Beschreibung aufgezeigt. Genauso werden auch andere Darts von Red Dragon als eigene Dart-Serie ausgegeben und hier verkauft. Da ist irgendwas, was ich beschiss nennen würde. Wenn Messingpfeile erst bei 15 Euro anfangen, obwohl sie bei Amazon sicherlich schon für 7 Euro oder noch weniger zu bekommen sind. Für 15 Euro und darunter gibt es bei Amazon schon jede Menge Tungsten bzw. Wolfram-Darts. Auf dieser Webseite fangen preislich Wolfram-Darts erst bei 33 Euro an und hören erst weit über 100 Euro auf. Was für ein Blödsinn. Wenn Einzelsets von L-Style Flights und L-Style Schäften 7,95 bzw. 9,95 kosten, ja, wer soll sich das als Dartspieler noch leisten und was soll das eigentlich bringen? Das ist für mich Preispolitik im Wucherformat. Muss jeder selber wissen, ob er sich weiterhin verarschen lässt oder ob es mittlerweile jetzt endlich richtig macht und kapiert hat, was ein richtiger Preis ist.